nicht. Hey, das ist, weil jetzt zwei von denen Papa sind, nämlich. Und dann ist, haben die wieder... Muss ich jetzt raten? Ja. Der und der. Nein. Doch. Der ist, doch. Der, ist der Sohn doch. Von dem. Doch. Nein. Ich bin der Gast, ich habe recht, ihr beiden. Und wie heißen sie denn? Sarah und Sven. Und Thomas, alles klar. Das sind die Babys. Achso, das ich, dachte, ja, ich dachte, okay. Das ist Sarah, das ist Sven. So. Ja, ey, fahr in Urlaub. Dankeschön. Ich sag nochmal, dass ey, deine Sarah, Karte gut, ne? Am Ende der Sonne heißt. Danke, und jetzt, sag das mal. Achtung, es kommt wieder eine ernste Frage, nur dass du dir schon mal eine kurze, bitte Quatschantwort zurechtlegen kannst, damit ich dann die echte Antwort hören kann. Okay. Diese Platte ist, hat ja sehr viele, wirklich sehr viele anrührende Texte und ernste, jetzt gar nicht so doll. Böse ernst, aber schon sehr unquatschig. Weißt du, was ich meine? Wenn man die Texte, ich weiß. Ja, aber wenn man die Texte liest, pitcht es einem echt ab und zu wirklich ins Herz. Und dann denkt man so, Mensch, hätte ich gar nicht erwartet. Frage, gibt es Fans, die dann echt eingeschnappt sind und da irgendwie denken, hier, mach doch mal ein bisschen mehr mit witzig, ein bisschen mehr Quatsch? Überraschend wenige. Also es gibt natürlich welche, bei den Milliarden von 100 Fans. Aber es gibt nicht so viele, wie ich erst dachte. Also ich dachte so, jetzt gibt's Prügel. Aber die meisten sagen so, oh, ich musste mich dran gewöhnen. Ich habe mein Gehirn rausgenommen und habe sie 700 Mal gehört. Und dann jetzt gefällt sie mir auch ein bisschen. Dabei so, ist es ja durch schön. Musik wurde das ja dann durch die Musik wurde es ja auch immer wieder so ein bisschen gebrochen. Hast, und natürlich hast du sie sind zwischendurch. Ich habe sie angehört. Ich habe vor allem die Texte. Angehört. Nee, ich habe nicht jeden Song Nee, ist ja auch zu viel, ja. Ich habe wie ein Bescheuert die Texte gelesen. Du hast wie eine Bescheuerte die Texte gelesen. Kannst du das mal vormachen, bitte, wie eine Bescheuerte die Texte liest? Das würde ich gerne mal sehen. Achtung, ein Notfall. Zum Beispiel mal so den. Lies den doch mal wie eine Bescheuerte, bitte. Den ersten. Ich weiß, was ich jetzt vermisst! Die eine Zeit des Wartens ist vorbei. Das war ganz gut. Ich hab jetzt ein bisschen Angst. Dankeschön. Danke. Ja, schön. Wie ist das eigentlich, ab wann darf man, wenn du eine Platte machst und die fertig ist, ab wann dürfen fremde Leute die hören und auch die Ärzte? Wenn der Laden aufmacht. Ich meine so Leute, die du, also nicht den Käufer. Also ich meine, ne, machst du während des Entstehungsprozesses schon hier, hör mal an Klaus, findest du gut oder nicht? Oder machst du echt total dicht, was weiß ich, wie deine Sklaven heißen? Die Menschen, die für kein Geld bei Petra, dir dir in den Arsch kriechen müssen. Also hier, Petra, Heidi, hört mal an oder erst, wenn alles fertig ist, damit alles na, in die Fresse halten. Es gibt schon einen kleinen Kreis von Leuten, die vorher mal was hören. Aber die sind ganz klein, die Leute. Also, ich sag jetzt mal, nee, also ich sehr wenige fahren. Halt. Ach so. Und die meisten hören es halt, wenn es fertig du ist. Hast du so einen Pygmäen-Fanclub geholt, der da vorne war? Nee, und da gibt es dann auch so ganz kritische Äußerungen wie, kannst du das ein bisschen leiser machen und so, das ist schon sehr interessant. Und was ist mit den Ärzten, mit den Restärzten? Die kriegen das, wenn es fertig ist. So, hast du da jedes Mal ein bisschen Schiss oder ist es dir egal? Na, was heißt Schiss? Also, weißt du, ich finde das eigentlich, du bist total albern, ich dachte das jetzt ernst. Ich mache hier voll einen auf harten Musik, nee, ist Rolling Stone Musik. Nee, ist, ja. Das ist, weil ich nachdenke dabei. Das nee, ist eine Massage. Ich bin ganz gespannt, was die dann zu sagen haben. Bisher haben sie noch nichts gesagt. Oh. Naja, die gibt's schon zu kaufen, Farin. Ich sag nur, also, weil vielleicht... Nee, ich hab die haben welche umsonst gekriegt. Also rabattiert ja, gekriegt. Ja, siehst du? Also, und die haben mein noch Gott, nicht gesagt. Die haben noch nicht gesagt. Nee, hat aber auch damit zu tun, dass wir schon seit Jahren nicht mehr miteinander reden. Also das müsste ja dann so sein, die schicken eine E-Mail an ihren Anwalt, der ruft meinen Anwalt an, der schickt mir dann wiederum eine E-Mail und da steht dann drin, ist okay. Da scheißt man ja dann eigentlich auf die. Nee, das kannst du so nein, nicht sagen. Nein, das kann man nein, so nicht nein, sagen. Nein, 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 kann nein, man das so sagen. Nee, aber vielleicht kann ich jetzt mal so ein Indie, was ist das, 1, 2? Indie 2? Indie. Meldet euch. Wer jetzt? Die Ärzte, die Restärzte? Die wissen schon, wer gemeint ist. Ach so, klar. Bitte meldet euch. Ey, bitte. Ey, bitte. Hallo, mischst du dich mal nicht ein? Ich versuch zu unterstützen. Nicht bei die, bei Ach mich. Nee, bitte bei ihm. Ey, ja. Bitte bei ihm, bitte. Danke. Okay. Bitte. Ach, wir sind fertig. Wir sind fertig. Wir also sind ich fertig. Bin fertig. Alles klar. War es, glaube ich, schon vorher fertig. Soll ich jetzt noch eine Ernst? Jetzt kommen wir langsam doof vor. Ja, oder? Eine jetzt haben doch deine Frage ganzen noch. Fans schon abgeschaltet. Ey, was ist denn los mit die? Die ist doch sonst immer so albern. Nein, und ich so mache immer, bei Interviews mache ich immer vernünftige Fragen. Echt? Das glauben ja, ich glaube, die nie gesehen. Die kommen immer rein und denken, ah, die macht jetzt hier gleich totalen Quatsch. Und dann machst du so voll ernst, und dann hebelst du sie alle aus. Außer Ecke, weil ich bin so stumpf, ich merke das ja du nicht. Du merkst es ja nicht. Viel ernste Fragen. Ich sag dir mal eins. Die kickt die ganze Zeit, ja? Wo sind sie denn? Sie ist nicht so groß geworden, ich weiß. Die sind voll primitiv. Ich weiß! Das ist doch meine. Sind doch deine Fans. Ey, Karin, das weiß ich doch selber. Meine Leute lachen immer dann, wenn man Ficken und Muschi sagt. Und wenn man hier so einen Witz mit dem Kafka. Ist wenn, ja man, süß. Wenn man so Witze so heißt die Frau mit Kafka-Büchern macht.
Von der redet ich auch. Ach so, alles klar. Wenn man Witze mit Kafka-Büchern macht, dann Ficken? Verstehen die das nicht so richtig. Okay. Ficken und Muschi. Stimmt, du hast vorhin einen Witz mit einem Kafka-Buch gemacht, den fand ich auch sehr lustig. Ja, siehst du, aber die alle so... Hä? Markus Kafka? Wer ist der? Und so. Ich glaube, du unterschätzt die. Ich weiß, aber das gehört doch alles. Das ist ein ganz kompliziertes Spiel. Ja, ich merke, also ich verstehe die Regeln hier überhaupt nicht. Wir holen jetzt jemand rein. Ja, wir holen jetzt jemand rein. Die komplizierte Cash for Questions Aktion mit dir machen. Fans stellen fiese Fragen in unserem Auftrag an dich und kriegen dafür Kohle. Eigentlich total mies von uns. Ja, ja, ist klar, aber ich meine, dass die Sendung mies ist, wusste ich auch, ja, bevor ich hierher kam. Von daher. Was willst du mehr? Oder? So, da kommt also ja nicht jetzt. Du jetzt. Nein, natürlich nein, nicht. Konzept natürlich, der Konzept komplette Scheiße. Verkaufen. Ganz Zack. Schrecklich, richtig. Ja, ja. Mein neuer Lieblings ist ja Mr. Chaos. Figaro, Figaro, so ein dicker, egal. Jetzt hier der Mann mit Cash of Questions, der kommt jetzt rein und haut die Fresse. Okay. Normalerweise ist der Mann besser gesichert, leider. Ja, ja, ich weiß, normalerweise. Ich habe Bescheid gesagt, heute nicht so gut sichern. Das Kostüm, was er sonst anhat, wurde bei der Bock-WM gebraucht und nicht zurückgegeben. Und jetzt ist ärgerlich. Fang an, ey Julian, du schaffst das. Nee, oh, Boris ein bisschen geschützt. Seite. Ah, hier, okay, da bist du frei. Alles klar. Alles klar, los, leg los, okay. Mach einfach. Sei nein, mach dir keine Sorgen, ich bin gar nicht so leicht reizbar, wie die immer alle sagen, die. Okay. Steffen Mukko aus Konstanz möchte jetzt ganz schnell. Du dürfen den Nachnamen nicht sagen! Nee, ich hab schon, alles klar. Mukko aus Konstanz. Ja. Steffen M. Aus K, aus K. Scheiße, aus K, Steffen M aus K. Nee, aus C, Entschuldigung. Aus C. Farin, du bist doch nicht wirklich der Meinung, dass dein Name noch irgendjemand lustig findet, oder? Nein. Alter, wieso mach lustig? Bloß weiter, mach bloß weiter. Svenja, also, Moment, halt, wieso noch jemand lustig? Also, es impliziert diese Frage, dass den mal jemand lustig gefunden hat? Du. Meinen Namen? Ja. Wer? Du. Ich hab den lustig gefunden? Ich bin mir sicher. Nö, da ich fand den... Da fragst du den Steffen Mukko aus Konstanz. Nee, nächste Frage bitte. Svenja Z aus Dortmund fragt. Ich denke, die sollten fies sein, die Fragen. Ja, wir fangen okay, ja, gut, was cool, weiß ja, ich, die trauen ja sich immer nicht. Frustriert es dich, dass du von den drei Ärzten der am wenigsten hübsche bist? Die war gut. So. Nee. Ach komm. Nee, weil einer muss den Job ja machen. Wisst ihr, wir haben am Anfang gesagt, okay, Bela, du bist der Hübsche. Du bist der Süße. Farin, du bist der Schlaue, der Reiche, der die ganzen Stücke schreibt, der die ganzen hässlichen und die hübschen Frauen kriegt, der das große Haus hat. Und ich so, okay. Und Rott, du bist... Der am besten Gekleidete, okay? Und Rott so, hey, klingt nach einem super Job. Oh, Moment, ich habe hier einen Fleck. Also von daher, ich kann damit leben. Es ist nicht schön, ich wäre natürlich auch gerne noch der Schönste, aber mein Gott. Also irgendwas hast du. Irgendwas hast du, eine Macke zum Beispiel? Ja, ja. Okay, und die nächste? Kim O. aus Germeringen möchte wissen, einerseits Beatles und Johnny Cash Fan sein, andererseits dann aber solo solch langweilige Musik machen. Widerspricht sich das nicht? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich finde die gar nicht langweilig, die Beatles. Das geht doch um deine eigene Musik. Das habe ich nicht verstanden. Der, die das Kim hat, gesagt, dass seine Musik langweilig ist. Nee, die hat irgendwann gesagt, die Johnny Cash ist wie die Beatles weil oder du, so. Nee, du bist Fan von Johnny Cash und The Beatles, ja, und dann aber selber Kackmucke machen, war die Grundaussage. Ja, wow. Hat die Kim gesagt? Kann ich das nochmal überprüfen? Ah, jetzt habe ich den Namen, alles klar. Kim Obermeier! Okay, jetzt hörst du. Nein! Mann, seid ihr naiv, ey, seid ihr naiv. An dieser Stelle breche ich sofort ab. Wir gucken uns jemanden auf der Bühne an und zwar steht da die ganze Zeit schon ein bisschen grinsend. Das gibt's ja gar nicht, da Max steht da voll einer. Und der singt, du weißt, bye bye baby, bitteschön.